Ich bin Dani Klesch, ich bin Landschaftsarchitekt. Ich arbeite hier als Prof an der Schule schon seit 18 Jahren. Und ich bin an der Sektion Gärtenlandschaftsbau-Bäumschule. An die Sektion, wie du nun schon seht, umfasst zwei Sparten. Da dient das dann die Bäumschule und dann hat Gärtenlandschaftsbau. Ein größtes Thema ist auch Pflanzenkenntnisse bei uns in der Schule. Du musst die Schüler anhand von einem Drift Pflanzen erkennen und dann die botanischen Namen abschreiben. Und an der Bäumschule machen wir ganz viele Vermehrungsarbeiten, zum Beispiel dann Stecklingsvermehrung. Da gehen dann Stücke von einer Pflanze raufgeschnitten und dann an so schwarze Pickyboxen gestacht. Und die gehen dann an so Folientunnel in einer gespannten Luft gestellt. Wir haben an unserer Sektion noch einen Bäumschulflash, wo dann Bäume und Sträucher an Reihen abgeschult gehen. Die gehen dann regelmäßig rausgeholt und auf einen neuen Platz verpflanzt. Wenn sie rausgeholt gehen, dann müssen sie balayiert gehen. Die legen den Boden oben weg. Die gehen dann rausgeholt, dann wird so ein richtig Bull geformt. Die werden dann so Ballen durchgelöscht, zusammengestrickt. Und dann ist die fertige Pflanze sozusagen balayiert. Zum Gärtenlandschaftsbau gehört ein anderes Mal Aufmaß, also ein Flasch Obmoos anhand von Bandmoos. Das ist dann ein Flaschenaufmaß. Es gehört aber auch eine Höhenmessung dazu. Da wird anhand von einem Nivelliergerät verschiedene Punkte abgeholt. Die gehen dann notiert. Da kann ich anhand von der Höhenmessung herausfinden, wie viel ein höchster Unterschied zwischen zwei Punkten zum Beispiel ist. Engelbisch kann auch Heckenschnitt sein. Da wird dann anhand mit dem Telefon einer Heckenscheuer Tag, wenn man die richtige Form bräuchte. Bei uns lernen sie auch, wie man den Freischneider kann umgehen. Was ganz wichtig ist, dass immer der Sicherheitsaufstand den muss angehalten gehen. Es wird aber nicht nur mit der Maschine geschafft, sondern sie muss natürlich auch gepflegt gehen, auch gewacht gehen. Ich muss noch einmal einen Freischneider oder eine Nähmaschine also nähen, an schleifen und zusammensetzen. Ein anderer Galabau-Arbeit ist der Dreschenmauerbau. Da gehen richtig große Blöcke drischen, oben gesät, ausgerichtet und mit kleinen Keilen richtig verkeilt, wie das auch stabil bleibt. Am Gärtenlandschaftsbau gehen noch Pflasterarbeiten gemacht, für Terrassen zum Beispiel zu machen.